Ich überflog die Seiten des verfallenen Tagebuchs und wendete mich den letzten Eintragungen zu. Niemand glaubt mir noch. Sie glauben nicht an meinen Erfolg. Mein Labor ist wieder verlegt worden und Heinz, mein Assistent, ist fort. Die Vorbereitung und der Transport des Prototyps nach Böhmen braucht mehr Zeit, als ich erwartet hatte. Aber was zählt ist, dass heute alles fertig ist und ich wieder am Projekt arbeiten kann. Die Ergebnisse werden von gewaltiger Bedeutung sein. Warum muss dieser Trottel Malstrom so blind sein? Er interessiert sich für Forschungen, die das Reich retten könnten. Dinge, die für Zerstörung und Gemetzel zu gebrauchen sind. Warum will er nicht verstehen, dass ich recht habe? Dass meine Arbeit zu großartigen Ergebnissen führen wird? Aber er ist jetzt weit fort und ich bin hier unten ganz allein. Wie eine Ratte, die bestraft wird. Wenigstens hält mich so niemand mit dummen Ideen und Befehlen von der Arbeit ab. Nur unter großen Schwierigkeiten gewöhne ich mich an die Kälte und Feuchtigkeit hier unten. Aber ich habe keine andere Wahl. Selbst die Luft ist schlechter als in Nordhausen. In den nächsten Tagen werde ich den Kern aktivieren und versuchen, den Prototyp wieder zum Leben zu erwecken. Ich hätte nur zu gern Malstroms Gesicht gesehen, als er mein altes Labor fand. Ohne den Prototypen. Ohne die Berechnungen, ohne die Aufzeichnungen. Er bekam, was er wollte. Wäre er nur nicht so blind und taub für meine Arbeit gewesen. Wenn ich meine Theorie erst bewiesen habe, werden wir ja sehen, zu wem die Nation aufblicken wird. Ich werde allen beweisen, dass ich recht hatte und an die Spitze der wissenschaftlichen Welt des Reichs zurückkehren, wo ich hingehöre. Ich bin schon so lange hier unten, dass ich langsam mein Zeitgefühl verliere. Ich weiß nicht einmal, ob es Tag oder Nacht ist. Noch schlimmer aber ist, dass alles langsamer vorangeht, als ich erwartet hatte. Es ist jetzt über einen Monat her und ich bin mit dem Prototypen kein Stück weitergekommen. Verdammt! Ich habe jede Berechnung schon zweimal überprüft. Und bin jede einzelne Anordnungsmöglichkeit noch einmal durchgegangen. Warum will dieses Ding einfach nicht zum Leben erwachen? Wenn ich nur einen anderen, unbeschädigten Prototypen hätte, wäre alles viel einfacher. Aber vielleicht gibt es keinen anderen. Und wenn es einen gibt, ist es wahrscheinlich, dass er im Malstrom schmutzigen Händen gelandet ist. Ja, direkt aus Mexiko, wie auf einem silbernen Tablett. Was? Wenn er wirklich Fortschritte gemacht und mich überholt hat? Nein, das kann nicht sein. Es hat 2 Jahre gedauert, ihn zu finden und nach Europa zu bringen. Und es ist sowieso höchst unwahrscheinlich, dass ein anderer existiert. Im Jaguar-Tempel war nur einer. Und alles, was wir dort fanden, ist jetzt hier bei mir. Aber genug der Schreiberei. Ich muss an meine Arbeit zurück. All diese schlaflosen Nächte haben endlich ein Ergebnis hervorgebracht. Ein lästiger Husten und eine Erkältung hindern mich daran, mich zu konzentrieren oder ruhig zu schlafen. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich es geschafft habe, den Prototypen richtig zusammenzusetzen. Es gibt keinen Zweifel, dass die ursprüngliche Anordnung, die auf den ersten Berechnungen und den Entwürfen basierte, fehlerhaft war. Was für eine Schande, dass mir dieser Gedanke nicht gleich zu Beginn kam. Aber es gibt kein Zurück. Ich muss jetzt alle Berechnungen des Energieflusses anpassen. Endlose Arbeit und Konzentration fangen an, ihren Tribut zu fordern. Ich habe heute 20 Stunden geschlafen. Eine Sache beunruhigt mich jedoch. Ich hörte heute im Radio, dass russische Truppen in Böhmen einmarschieren. Ich wollte es nicht glauben. Deshalb ging ich zum ersten Mal, seit ich hier bin, nach oben. Rottenführer Plocke bestätigte die Nachricht. Warum gerade jetzt? Ich kann doch nicht die Forschung an diesem Punkt aufgeben. Und schlimmer noch, ich könnte von den Russen gefasst werden. Das wäre das Ende von allem. Die Situation in Böhmen entwickelt sich von schlecht zu katastrophal. Weshalb ich gezwungen bin, früher als geplant mit den wirklichen Versuchen zu beginnen. Wenn meine Berechnungen stimmen,
sollte es funktionieren. Morgen werde ich den ersten Versuch an einer lebenden Kreatur wagen. Nur gut, dass es hier unten so viele Ratten gibt. Der erste Versuch war erfolgreich und hat sogar meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Das Subjekt wurde einer Energieverschmelzung unterzogen und hat dabei keinerlei Schaden genommen. Ich habe es geschafft. Jetzt bleibt nur noch die letzte Phase. Die Verschmelzung an einem Wesen höherer Entwicklungsstufe zu testen. Für das nächste Experiment brauche ich einen Menschen. Und da niemand sonst hier ist, werde ich der Erste sein, der ein neues Leben durch seine Adern fließen fühlen wird. Ich habe keine Angst. Es ist mir gelungen. Eine Energiewelle durchströmte meinen Körper. Eine unbeschreibliche Empfindung. Ich fühle mich stark und euphorisch. Wie bei dem Versuch mit der Ratte gab es auch hier keine Nebenerscheinungen. Das Siegesgefühl, das mich überwältigt hat, wird nur durch das Zusammenspiel unglücklicher Umstände überschattet. Unsere Truppen verlieren. Hauptmann Kratz' Einheit traf heute Morgen hier ein. Ich bin hier nicht mehr sicher. Die Amerikaner stoßen von Westen vor und die Russen haben den Osten besetzt. Kratz hat Befehl, mir bei der Demontage des gesamten Prototyps zu helfen und ihn an einen sicheren Ort zu bringen. Wohin? Wollte er mir nicht sagen. Ich soll versuchen, den Russen zu entkommen und mich den Amerikanern ausliefern. Ausliefern! Wir haben es geschafft, den Prototypen zu demontieren. Aber die Situation hat sich zugespitzt. Ich muss so schnell wie möglich fliehen und alles hier lassen. Meine Berechnungen dürfen von niemandem entdeckt werden. In aller Eile warf ich den Schlüssel zum Safe in den Abfluss im Labor. Hoffentlich fallen so niemandem meine Aufzeichnungen in die Hände. Sie werden dort sicher sein, bis alles vorbei ist. Dietrich Raumhardt. 25. April 45. Oh Mann, der Dietrich Raumhardt, der muss da eine unwahrscheinlich gute Entdeckung gemacht haben, woran er noch geforscht hat. Hat das an einem Selbsttest an sich selbst ausprobiert. Es war erstmal gerade eine Menge Text, was wir jetzt hier miterleben durften. Und das Witzigste an der Sache ist, ich musste die ganze Zeit, wo der Kerl uns seine Geschichte erzählt hat, an den Arthur von King of Queens denken, weil das nämlich der Synchronsprecher von dem ist. Also sehr cool. Also er hat uns auch noch was verraten. Er hat nämlich hier geschrieben, in aller Eile warf ich den Schlüssel zum Safe in den Abfluss im Labor. Bedeutet, wir bekommen so den Schlüssel für den Safe. Und das wird nämlich der hier hinten sein mit der Eisenabdeckung. Ich glaube nicht, dass der hier passt. Nein. So, guter Arthur. Dann helfen wir. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Arthur. Dann helfen wir dir nämlich jetzt mal. Dann gehen wir jetzt zurück. Ich hätte auf jeden Fall nicht mit ihm tauschen wollen, weil er muss ja sowas von in Stress und Angst gelebt haben, jedes Mal erwischt zu werden. So. Wir gehen jetzt zurück ins Labor. Und da muss irgendwo ein Abfluss sein. So. Also sehr interessante Geschichte. Und irgendwas sagte er dann noch mit Mexiko. Und dass sie das Gerät oder eine Gerätschaft gefunden hätten in einem Tempel. So ein Abflussrohr. Aus aller Eile habe ich das in ein Abflussrohr geworfen. Ich sehe hier aber gar keinen Abfluss. Hier ist der Abfluss, ne? Aber hier kann ich nichts machen. Oder meint er das Labor? War das jetzt? Quatsch, das ist doch das Lager, nicht das Labor. Ich bin ja bescheuert. Nee. Ach, ich bin ja eine Nudel. Nee, wir müssen doch ins Labor. Sprich, in diesen schönen Raum mit dem Pufffahrstuhl. Mit dem schönen roten Licht.
Genau hier. Der Martin hätte sich sicherlich auch gefreut, wenn da unten irgendwo Mädels hier jetzt gewesen wären. So, jetzt sind wir im Labor. Hier, Abfluss. Am Boden glitzert etwas. Es sieht wie ein kleiner Schlüssel aus. So, und jetzt weiß ich auch, wofür wir diesen Magneten brauchen mit dem Bändel. Nämlich für den Schlüssel. Ich werde meine Hände damit nicht schmutzig machen. Frosch im Hals. So, da haben wir den Schlüssel. So, das Bügeleisen kann er da draufsetzen. Okay. Das Eisen ist jetzt aufgeheizt. Ja, und du steckst das natürlich so wieder in die Tasche, Martin. Du verbrennst dich doch, ey. So, wir gehen jetzt aber nochmal hoch. Wir machen jetzt erstmal das Schloss auf, weil ich weiß gerade auch noch nicht, wofür wir das Bügeleisen brauchen. Ich dachte nur gerade, das könnte passen mit dem Brenner und dem Bügeleisen. Deswegen habe ich das schon mal da drauf gestellt, dass er das natürlich gleich wieder einsteckt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht, sonst hätte ich nämlich das erstmal erledigt und wir hätten es uns dann wieder geholt. So. Lieber guter Martin, wir gehen jetzt wieder hier rein und schauen mal, was wir in dem Safe finden. So, der Schlüssel. Bitteschön. Ein Tresor. Ja, natürlich haben wir den Code dafür nicht. Nee, wir haben ja natürlich den Code jetzt nicht. Das habe ich mir jetzt ein bisschen einfacher gerade vorgestellt. Okay, wir haben jetzt noch das Bügeleisen. Hat der noch irgendwas von einem... was? Was? Ich habe zu schnell geklickt. Was hat er denn jetzt mit dem Dingsbums gemacht? Da hinten fehlt eine Seite. Das habe ich mir schon selber zusammengereimt. Ah. An der Stelle scheint das Papier eine andere Beschaffenheit zu haben. Okay. Die Hitze des Bügeleisens hat einen versteckten Schriftzug enthüllt. Einige Ziffern. Ja, na, dann wissen wir doch schon, wofür das ist. Also 47922. 47922. Rechtsrum oder linksrum? Vier. Ja, aber wie kann ich das jetzt? Muss das so irgendwie bestätigen? 4, 7, 9, 4, 7, 9, 2, 2. Das ist erst schön zu wissen, aber rechts oder links? Rum. Bücher. Alte Bücher. Biomechanik, Leben nach dem Tod, die letzten Tage der Sumerer und Maya. Mein Onkel würde sich bestimmt für sie interessieren. Mehr als ich jedenfalls. Na, wahrscheinlich. Gut. Ich glaube, das ist jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt, um einen kleinen Schnitt zu machen hier. Denn, ja, ich will auch noch ein bisschen Dementium aufnehmen. Da geht es ja jetzt auch bald weiter. Wir müssen auch eigentlich bald durch sein, denke ich. Ich weiß es gar nicht.
Gut, ja, das mit dem Tresor machen wir dann beim nächsten Mal und dann werden wir auch rausfinden, was es mit dem Code auf sich hat, in welcher Reihenfolge man den eingeben muss, beziehungsweise wie ich am Tresor das Ganze bestätigen kann. Also ich freue mich dann, euch nächstes Mal wiederzusehen und bis dahin, tschüss!